Aber ich kann Ihnen sagen, wie es weitergeht, nämlich ebenfalls mit einem Zusatzpunkt, der aufgesetzt wurde, Corona-Selbsttests. Und das ist ja aktueller denn je nach den Entwicklungen der letzten 2-3 Tage. Es ist ein Antrag der FDP-Fraktion, die fordert schneller, einfacher, freier mit Corona-Selbsttests zurück in die Normalität. Und das wünschen sich natürlich alle. Die Bundeskanzlerin hat ja angedeutet, dass am 3. beraten wird und dann möglichst schnell diese Selbsttests eingeführt werden. Die FDP hat aber noch ein paar andere Vorschläge. André Ullmann für die FDP jetzt. Verehrte Damen und Herren, es wird Zeit, der Realität ins Auge zu schauen. Unlängst besorgen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer Schnelltests. Offensichtlich ganz legal, da sie selten eine Approbationsurkunde besitzen. Aber warum machen sie das? Sicherlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern aus Verantwortung. Aus Verantwortung für die Familie, aus Verantwortung für den Betrieb, aus Verantwortung für die Gesellschaft. In Österreich sind bereits etwa 250 Selbsttestanbieter auf dem Markt vertreten. In Deutschland sind seit gestern 3 erlaubt, aber noch kein einziger auf dem Markt. Unser Antrag setzt einen sicheren Rechtsrahmen, damit Menschen schnell sich selbst testen können. Und wir geben den Menschen damit eine echte Perspektive in dieser Pandemiekrise. Die Freien Demokraten wollen den Menschen Möglichkeiten aus dem Lockdown anbieten. Und dazu dürfen wir gerne auf andere Länder blicken. Best-Practice-Beispiele von Ländern wie Österreich machen sie uns bereits vor. Dabei bietet sich der Selbsttest als einer von mehreren wichtigen Bausteinen in der Pandemiebekämpfung an. Die Vorteile liegen auf der Hand. Doch was macht die Regierung? Für die Zulassungen müssen grundsätzlich staatliche Stellen, benannte Stellen, Prüfungen und Bewertungen im Rahmen der Konformitätsbewertung durchführen und deren Korrektheit nach einheitlichen Bewertungsmaßstäben bescheinigen. Klingt kompliziert, ist es auch. Dauer etwa 4 bis 8 Wochen. Natürlich darf es bei der Qualität keine Abstriche geben. Und es steht auch hier nicht zur Debatte. Aber es geht auch anders. Beispiel Österreich. Österreich entwickelte ein einfaches Verfahren zum Inverkehrbringen von Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung. Wenn das Konformitätsbewertungsverfahren noch nicht durchgeführt wurde, können die Hersteller mit einer Selbstverpflichtung bestätigen, dass bei Eigenanwendung ein Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird und dass die Funktions- und Einsatztauglichkeit für den geplanten Zweck gewährleistet ist. Mit einer entsprechenden Selbstverpflichtung können die Hersteller ihre Selbsttests vertreiben, denn sie haben ja bereits diese Daten. Wir wollen diesen Weg gehen. Natürlich müssen die so in Verkehr gebrachten Tests anschließend ein schnellstmögliches Post-Hoc-Zulassungsverfahren durchlaufen. Wir wollen Selbsttest für den Stufenplan zur Öffnung der gesellschaftlichen Lebens nutzen. Mit einem Nachweis eines negativen Testergebnisses per Digital-App können wir Grundrechte zurückgeben und unserem Land wieder eine Perspektive geben. So ist gemeinsam mit den Ländern zu prüfen, inwieweit vom Lockdown betroffenen privaten Lebensbereiche wie Restaurants, Hotels, Kulturveranstaltungen, Theater, Kinos, Sportanlagen, Fitnesscenter und so weiter mit dem Nachweis von negativen Testergebnissen unter Hygienekonzepten wieder geöffnet bzw. besucht werden können. Gerne auch als 24-Stunden-Tagespass. Geschwindigkeit mit Qualitätsgarantie ist hier die Marschrichtung. Wir müssen auf die Tube drücken. Schneller, einfacher, freier. So hätten wir mit der Corona-Selbsttests die Chance, in die Normalität zurückzukommen. Denn statt einen Ankündigungsminister mit einer langsamen Nebelfahrt wollen wir eine Politik der verantwortungsvollen Perspektive und Hoffnung geben. Herzlichen Dank. André Ullmann hat hier den Antrag der FDP begründet. Täglich einen Selbsttest pro Person fordert die FDP. Und das zumindest so lange, bis genug Impfungen vorhanden sind. Der nächste Redner ist jetzt Stefan Pilsinger. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, schon seit Beginn dieser Pandemie lautet unsere Devise: umfassend und gezielt testen. Deshalb haben wir unsere Testkapazitäten bereits im vergangenen Frühjahr schnell hochgefahren
und seitdem kontinuierlich ausgebaut. Denn wir wissen, Testen gehört zu den wichtigsten Werkzeugen bei der Bekämpfung des Coronavirus. Mit den Antigen-Schnelltests können wir jetzt auch ohne großen Aufwand vor Ort testen und damit mögliche Infektionsketten zügig unterbrechen. Besonders sinnvoll ist das zum Beispiel in Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften, also überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Für die Pflegeheime stellen wir dafür seit Dezember auch umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung, und zwar nicht nur für die Testkits, sondern auch für das Fachpersonal. Bislang waren jedoch solche Antigen-Schnelltests auf dem Markt, die gemäß ihrer Zulassung ausschließlich für den professionellen Gebrauch vorgesehen waren. Gestern hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nun aber auch die ersten drei Sonderzulassungen für Schnelltests zur Eigenanwendung erteilt. Damit ist jetzt umso wichtiger, die Alltagstauglichkeit und die Leistungsfähigkeit dieser neuen Tests eng im Blick zu behalten. Zudem brauchen diese Produkte zwingend verständliche Gebrauchshinweise, die auf die richtige Anwendung, aber auch auf die Limitationen hinweisen. Denn ein falsch angewendeter Test bringt in der Regel erst einmal ein negatives Ergebnis, und dessen sollten wir uns bewusst sein. Vor lauter Euphorie über die Schnelltests muss ich zudem gerade in dieser Situation erneut vor der weiteren Ausbreitung der neuen Virusmutationen warnen. Auch wenn jetzt die ersten Schnelltests zugelassen sind, wir werden in dieser Situation auf absehbare Zeit keine kompletten Lockerungen umsetzen können. Länder wie Großbritannien und Portugal standen im vergangenen Jahr genau an diesem Punkt. Und mit den dort beschlossenen Lockerungen hat sich die Zahl der Corona-Fälle binnen weniger Wochen vervielfacht. Auch Deutschland ist vor dieser Gefahr nicht gefeit, meine Damen und Herren. Der Anteil der britischen Mutante liegt mittlerweile bereits bei über 30%. Wer auf die Studiendaten aus Großbritannien schaut, sieht, dass diese Variante bis zu 50% ansteckender sein kann und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar schwerere Krankheitsverläufe auslöst. Und ich sage es Ihnen noch einmal, sobald diese gefährliche Virusmutante den Wildtyp verdrängt hat, und das kann bereits in wenigen Wochen der Fall sein, dann werden die Fallzahlen auch bei uns wieder steigen. Jetzt vor allem auf ungezielte Massentests zu bauen, kann gefährlich sein. Im Vergleich zum PCR-Test sind Schnelltests zudem insbesondere bei asymptomatischen Patienten deutlich weniger empfindlich. Und je mehr Menschen wir damit ohne Anlass testen, desto ungenauer wird das Ergebnis. Aus meiner Sicht fahren wir besser damit, gezielt zu testen und nicht einfach ins Blaue hinein. Zum Beispiel überall dort, wo sich ältere und kranke Menschen aufhalten oder wo eine Ansteckung wahrscheinlich ist. Herr Kollege Pilsinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ullmann? Ja, natürlich. Herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie sprachen gerade über die Unzuverlässigkeit des Tests. Meinen Sie, dass wir dann die Teste weglassen sollten? Würden Sie jetzt sagen, für Schulen beispielsweise, wenn Schülerinnen und Schüler getestet werden, ist das besser, oder sollen wir es gleich sein lassen und die trotzdem in die Schule schicken? Wie sehen Sie das? Weil Sie haben jetzt gerade ein Plädoyer gegen diese Testungen gehalten. Und mich würde jetzt interessieren, wie Ihre Meinung oder die Meinung der Union ist diesbezüglich, ob diese Schnellteste vielleicht doch widersinnig sind. Also Herr Kollege Ullmann, ich habe deutlich gesagt, dass Schnelltests ein wirkungsvolles Mittel sind, aber kein Allheilmittel. Und man muss deutlich darauf hinweisen, dass bei asymptomatischen Patienten der Schnelltest oft nicht sensibel genug ist. Und wir können mit dem Schnelltest nur feststellen, ob jemand hoch ansteckend ist. Und deswegen müssen wir uns genau überlegen, wen wir testen. Und wenn wir testen, dann müssen wir sehr regelmäßig testen. Nämlich diese Schnelltests sind eine Momentaufnahme. Und wie der Professor Meyer-Hermann auch richtigerweise in der Vergangenheit schon mehrfach in den Medien gesagt hat, dieser Schnelltest lässt nur eine Aussage auf die letzten 12 bis 24 Stunden zu. Und deswegen denke ich, dass man die noch mal genau eruieren muss, wo und wann und wie oft wir testen. Und Tests werden alleine aber kein Allheilmittel sein, um die Virusmutation einzudämmen. Und Massentests haben auch in Österreich nicht dazu geführt, das Virus komplett auszulöschen. Nein. Eine. Jetzt läuft die Redezeit weiter. Im Vergleich zum PCR-Test sind Schnelltests zudem insbesondere bei asymptomatischen Patienten deutlich weniger empfindlich. Und je mehr Menschen wir damit ohne Anlass testen, desto ungenauer wird das Ergebnis.
Mittlerweile stehen uns die Tests auch in ausreichender Zahl zur Verfügung. Deshalb ist nun der richtige Zeitpunkt, die Anwendung der Schnelltests auf weite Bereiche auszudehnen, zum Beispiel zur täglichen Testung in Kitas und Schulen. Mit den regelmäßigen Tests können wir zwar nicht alle Infizierten sofort erkennen, aber zumindest einen Großteil derjenigen, die bereits hoch ansteckend sind. Hier sind wir jetzt klar im Vorteil zum vergangenen Jahr, als uns noch nicht ausreichende Tests zur Verfügung standen. Und diesen Vorteil sollten wir nun nutzen. Hier sind natürlich gilt in der jetzigen Situation, ein negativer Test ist nur eine Momentaufnahme und entbindet uns nicht von den Einhaltungen der Corona-Maßnahmen. Gezielte Testungen auf das Coronavirus sind ein wesentlicher Baustein in der Eindämmung der Pandemie, aber sie werden eben gerade nicht zu einer signifikanten Absenkung der Fallzahlen führen können. Unser Weg aus der Pandemie bleibt weiterhin die Impfungen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal betonen, auch wenn andere Länder hier eine abweichende Strategie fahren, bei uns besteht weiterhin der individuelle vollständige Schutz des Einzelnen im Vordergrund. Sobald uns ausreichende Impfungen zur Verfügung stehen, können wir die Impfung auch in die Hände der niedergelassenen Ärzte geben. Und dann werden sich die täglichen Impfkapazitäten noch einmal vervielfachen. Bis dahin müssen wir uns aber gedulden. Schnelltests können uns über die kommenden Monate hinweg helfen und sie werden auch Leben retten. Aber bitte lassen Sie sich nicht dazu verleiten, darin eine Lösung für diese Krise zu sehen. Es handelt sich um ein gutes Werkzeug, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Solange wir uns Kontakte und unsere Mobilität weiterhin einschränken, wird das Virus auch weniger Gelegenheit vorfinden, sich zu verbreiten. Und das ist es, worauf es jetzt wirklich ankommt. Vielen Dank. Stefan Pilsinger war das von der CDU-CSU. Man muss ihn mal loben. Er ist ganz kurzfristig eingesprungen, denn eigentlich sollte an dieser Stelle Georg Nüsslein, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, sprechen. Er wurde aber vorhin zurückgezogen, denn Sie haben es mitbekommen, die Durchsuchung bei einem Abgeordneten, diese betrifft ihn. Seine Immunität ist aufgehoben worden. Georg Nüsslein, es muss die Unschuldsvermutung gelten, solange nichts anderes bewiesen ist, aber ihm wird vorgeworfen, ein Spionageverdacht wegen Weitergabe von Bundestagsgrundrissen an Russland. Man kann es kaum glauben. Nächster Redner, jetzt hier in der Debatte, Detlef Spangenberg für die AfD. Aber Schnelltests wie auch Selbsttests gelten eben nicht als sicher aussagefähige Befunde. Ein Antikörperschnelltest kann negativ ausfallen, während der getestete Person infektiös ist. Das ist das erste Problem. Oder ein Antikörperschnelltest kann durch eine frühere Infektion mit einem anderen Coronavirus positiv ausfallen. Dabei ist unklar, ob diese Schnelltests bzw. Selbsttests hier trennscharf analysieren. Ein Schnelltest kann einen PCR-Test nicht ersetzen, sondern ein positiver muss durch einen PCR-Test überprüft werden, hat die FDP im Antrag selbst auch nochmal festgestellt. Und drittens in der öffentlichen Anhörung zu dem FDP-Antrag, der hieß praxistaugliche Teststrategie am 28. Oktober, erklärte der Sachverständige Professor Martin Exner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, wie unsicher und ungenau die präventive Testung eines symptomlosen mittels Antigen-Schnelltest ist. Nur zu 50% erhält man ein Ergebnis, welches mit dem PCR-Test dann übereinstimmt. Also, meine Damen und Herren, die FDP will tägliche Selbsttestung, so habe ich das zumindest herausgelesen, also 60 Millionen wären das ungefähr in unserem Lande. Und wenn Sie die täglich testen, dann kommen Sie dann im Monat auf 1,8 Milliarden Tests, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ja, wo sollen die herkommen und wer soll die bezahlen, wäre für mich die Frage. Meine Damen und Herren, schon die Corona-Warn-App für Smartphone hat sich nicht bewährt und wird von viel zu wenig Menschen benutzt. Trotzdem will die FDP mit ihrem Antrag darauf aufbauen. Problematisch aus meiner Sicht auch, dass es viele Menschen gibt, die entweder gar kein Smartphone nutzen, besitzen oder in der Lage sind, sich damit auseinanderzusetzen. Was ist mit dieser Gruppe? Die erreichen sie damit nicht. Ungeachtet dieser Mängel soll nun dies der Schlüssel für den Friseurbesuch, zum Eintritt für Veranstaltungen oder der Restaurantbesuch werden. Die FDP will über die sogenannte ergänzte Corona-Web-App Meldungen an die Gesundheitsämter einreichen. Das ist interessant. Sollen die Testergebnisse aus dem Selbsttest, welcher ja noch wesentlich unsicherer ist als der PCR-Test, gemeldet werden, obwohl diese einer Überprüfung durch einen PCR-Test dann noch bedarf? Das ist nicht ganz logisch für mich. Je mehr getestet wird, auch das ist gestern schon mal angesprochen worden, umso mehr positive Ergebnisse erhält man, obwohl sich an der Situation nichts ändert. Die Gefahr besteht hierbei, dass die zahlreichen positiven Ergebnisse höhere Inzidenzwerte und damit zu einem Dauerlockdown führen können. Das ist das große Problem, was ich hierbei sehe. Meine Damen und Herren,
Vergleichbar ist die Pflicht zum Schnelltest aus unserer Sicht mit einem indirekten Impfzwang. Dies wird von der AfD, das wissen Sie, entschieden abgelehnt. Der Erhalt von Grund- und Freiheitsrechten darf nicht an eine Bedingung geknüpft werden. Meine Damen und Herren, Selbsttests können sinnvoll sein, keine Frage, zum Beispiel vor einem geplanten Besuch bei Risikogruppen, die wir alle kennen, oder auch für Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten. Aber dies muss immer freiwillig und eigenverantwortlich erfolgen. Häufige, regelmäßige Selbsttests von symptomlosen Gesunden mit einem ungenauen und nicht sonderlich aussagefähigen Ergebnis führen in falsch positiven Fall zu einer unnötigen Verunsicherung, voreiliger Selbstisolation. Eine möglichst rasche Überprüfung mittels PCR-Test durch einen Arzt ist sowieso erforderlich dann. Was ist mit der psychologischen Wirkung der ständigen Hab-Acht-Stellung? Oh je, was passiert mir hier? Was ist schon wieder los? Also wir setzen uns ja ständig in irgendeine Gefahrensituation, meine Damen und Herren, ich halte das für problematisch. Von Seiten der WHO erklärt der Europa-Generalsekretär Hans-Henry Kluge, die Corona-Pandemie ginge trotz noch sehr geringer Impfquote ihrem Ende entgegen. Wird überhaupt nicht aufgegriffen, die Aussage von ihm. Der unter anderem für die WHO tätige Epidemiologe Klaus Stöhr erklärt schon vor Wochen, dass eine dritte Welle und eine stark ansteigende Zahl von Mutationen der Anfang vom Ende einer Pandemie bedeuten und diese erfahrungsgemäß danach in der Ausbreitung stark rückläufig ist. Diese Einschätzung, ja, das ist ja nicht von mir, diese Einschätzung teilen andere Fachmediziner ebenso, kann man sich doch mal mit auseinandersetzen. Alleinige Ausrichtung an flächendeckende Inzidenzwerte hält Stör für illusorisch. Frankfurt Rundschau, 24.02. Letzter Satz. Der Dauerlockdown und vor allem die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite müssen beendet werden. Aber ohne Dauertestung und Smartphone-Apps, Grundrechte, Freiheit und Eigenverantwortung müssen für alle wieder gewährt werden. Recht vielen Dank, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, und jetzt noch mal meine Ungläubigkeit von hin, war nicht unberechtigt. Die Weitergabe von Bundestagsgrundrissen an Russland wird einem Mitarbeiter einer Firma vorgeworfen, die für das Parlament tätig ist. Dennoch ist offensichtlich auch von Georg Nüsslein offensichtlich die Immunität aufgehoben worden. Der Grund ist im Moment mir zumindest nicht bekannt, aber das andere hätte mich jetzt auch schon extrem gewundert. Also nochmal, um es klarzustellen, die Weitergabe von Bundestagsgrundrissen an Russland wird nicht Herrn Nüsslein vorgeworfen, sondern einem Mitarbeiter einer externen Firma. So viel Zeit muss sein. Hilde Matta ist jetzt für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, die Nachricht von gestern ist euphorisch und dass drei Eigentests zugelassen werden, bietet tatsächlich den Einstieg in die Normalität und hat allerdings auch zur Folge, dass es eine hohe Erwartungshaltung der Bevölkerung gibt, zu sagen, wir wollen eine Perspektive aus dem Shutdown bieten und haben und wir wollen, dass wir wieder eine Perspektive in die Normalität hinein haben. Und daher braucht man jetzt vor allen Dingen eine genaue Betrachtungsweise, was können denn diese Eigentests überhaupt leisten? Und was können diese Eigentests leisten, damit wir einfach auch Infektionsketten durchbrechen können und klar sagen können, neben allen anderen Dingen, die wir als Maßnahmen miteinander vereinbart haben, ist der Eigentest etwas, was als Ergänzung kostenlos angeboten werden muss. Kostenlos. Und ich sage mal, dieser Public Health-Ansatz, den wir da fahren, ist einer, den man aber auch in ein Konzept gießen muss, der aber auch da sein muss und präsent sein muss, nicht nur populistisch als wir geben das in jeden Discounter und jeder kann sich bedienen, sondern auch mit einem Konzept hinterlegt nach dem Motto, was muss ich wenn machen? Was muss ich machen, wenn mein Test positiv ist? Was kann ich tun, wenn mein Test negativ ist? Und insbesondere darauf hinweisen, wenn mein Test negativ ist, entbindet mich das nicht von meiner Verantwortung für den Nächsten und für mich.
Wenn mein Test positiv ist, und da schaue ich schon auf die Regierungsbank, dann muss klar sein, erstens, an wen muss ich mich wenden? Zweitens, wo kann ich den PCR-Test ganz schnell nachmachen? Drittens, wo sind die Leute, die mich da unterstützen in meiner Isolation? Das bringt mich zu einem zweiten Punkt, nämlich der Logistik. Was kann ich einsetzen? Reicht das, beim Aldi an der Kasse irgendwie ein Körbchen hinzustellen? Nein, natürlich nicht. Sondern ich muss in die Schulen gehen und womöglich auch den Schulen sagen, gib deinen Schülern, Schülerinnen einen Schülerausweis, dann gehen die in die Apotheke, holen sich eine Wochenration Eigentest ab. Oder ich sage dem Unternehmen, sag bitte deinem Arbeitnehmerin, deiner Arbeitnehmerin, hier, du kriegst einen Ausweis, du bist, hast eine präsenzpflichtige Beschäftigung, geh in die Apotheke. Und die Apotheker müssen natürlich wissen, was, wie kann ich abrechnen? Das sind logistische Fragen, die muss man klären, bevor man der Bevölkerung zu hohe Erwartungen macht. Ich möchte nicht erleben, dass wir wieder eine Impfsituation haben, wenn es nämlich darum geht, jetzt die Eigentests so zu implementieren, dass es auch auf Vertrauen bei der Bevölkerung fußen kann. Das ist doch der wichtige Punkt. Also unternehmen der Logistik und dem Konzept natürlich auch eine Priorisierung. Und ich glaube, es ist fast unstrittig, mit Kindern und Jugendlichen zu beginnen, das macht Sinn. Und die müssen das morgens neben ihrer Zahnbürste liegen haben. Und die Eltern müssen da dabei sein. Und bei kleinen Kindern müssen die Eltern die Eigentests bekommen. Dieses braucht aber eine hohe Testkapazität. Und da frage ich den Minister, ist sichergestellt, dass wir genügend Tests haben. Das muss man machen. Ich möchte nicht, das sage ich nochmal, dass diese wichtige Ergänzung, dieser Public Health Ansatz dadurch zerstört wird, dass wir das politisch nicht vorausblickend planen und organisieren. Das möchte ich nicht. Und dann ist es fast das Wichtigste, dass wir nämlich eine Kampagne, eine Aufklärungskampagne machen, mehrsprachig, natürlich auch barrierefrei, dass klar ist, das muss in jedem Bahnhof hängen. Wie nutze ich die? Dass klar ist, das muss jeder runterdeklinieren können, in klarer Sprache. Und es muss die Sicherheit sein, wenn ich womöglich da eine Telefonnummer habe, die kann ich auch erreichen. Da bin ich nicht in irgendwelchen Warteschleifen drin. So, und da frage ich das Ministerium, den Minister, ist da vorausschauend dran gedacht? Ist da vorausschauend auch alles organisiert? Ich weiß, was Sie fragen wollen, deswegen gestatte ich mir, diese Frage nicht zuzulassen. Ist da vorausschauend dran gedacht? Und vor allen Dingen, Frau Kollegin, haben Sie jetzt gesagt, Sie lassen die Zwischenfrage zu? Nein. Nein. Und vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kollegen, so viele Optionen haben wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Option, nochmal, jetzt nachdem die Zahlen wieder leicht steigen, wir die Hoffnung nach Weihnachten hatten, wir haben Inzidenzzahlen, die einfach auch die Marke 35 irgendwann erreichen. Nachdem diese Hoffnung so einfach nicht erfüllt wird, brauchen wir eine Perspektive. Und die dürfen wir uns selber nicht kaputt machen, dadurch, dass wir es politisch nicht hinkriegen, genau diese Dinge so auf die Reihe zu kriegen, in den 5 Punkten, wie ich das gerade gesagt habe. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und jetzt noch ein letztes Mal zu Georg Nüßlein, dessen Immunität heute aufgehoben wurde, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Nüßlein soll für eine 6-stellige Provision einen Maskenhersteller an die Bundesregierung und an die bayerische Landesregierung vermittelt haben. Soweit der Vorwurf gegen den CSU-Abgeordneten. Achim Kessler jetzt in der Debatte für die Linksfraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, also nach dieser Rede fragt man sich ja fast, ob die SPD noch in der Regierung ist oder nicht mehr, aber sei es drum.
Schnelltests durchgeführt beim Gesundheitsdienst, in Arztpraxen und Apotheken, aber auch als Selbsttest für zu Hause sind ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Pandemie. Die Linke hat schon seit dem Sommer gefordert, dass Schnelltests flächendeckend zur Verfügung stehen müssen, und zwar kostenlos. Und, meine Damen und Herren, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wir freuen uns sehr, wenn unsere Forderung jetzt tatsächlich eine Mehrheit bekommt. Aber der Gesundheitsminister hat dieses Thema monatelang verschlafen. Für die Impfungen wurden hunderte Millionen Euro ausgegeben. Für die Beschaffung der Masken hat der Bund Milliarden Euro in die Hand genommen. Aber bei Schnelltests, insbesondere bei Schnelltests in Eigenanwendung, ist nichts passiert. Das rächt sich jetzt angesichts des Mangels an Impfstoffen, angesichts der Mutationen, die sich wesentlich schneller verbreiten. Gibt es gar keine andere Möglichkeit, Lockerungen von freiheitseinschränkenden Maßnahmen herbeizuführen, als durch massenhafte Schnelltests. Wie immer in dieser Pandemie fährt die Bundesregierung nur auf Sicht. Angesichts dieser katastrophalen Folgen für die Menschen ist das wirklich unverzeihlich. Und Herr Minister, sogar ohne Geld und ohne staatliche Einkaufsprogramme hätten Sie etwas machen können. Es hätte ja schon geholfen, wenn Sie frühzeitig die Medizinprodukteabgabeverordnung so geändert hätten, dass nicht nur Ärzte, sondern auch alle anderen die Schnelltests kaufen können. Das wäre ein Anreiz gewesen, die Tests zur Selbstanwendung schnell zu entwickeln. Das hätten Sie schon im letzten Sommer machen können, als wir das gefordert haben. Passiert ist es jetzt erst am 3. Februar 2021. Diese fortgesetzte Weigerung, vorausschauend, und da kann ich der Kollegin Mattheis nur zustimmen, vorausschauend Maßnahmen vorzubereiten, wirft die Frage auf, ob Sie in der Pandemie überhaupt regierungsfähig sind. Ich freue mich, dass sich zuerst die SPD und dann auch der Gesundheitsminister unserer Forderung angeschlossen haben, Schnelltests kostenlos anzubieten. Das war aber auch wirklich höchste Zeit. Denn es darf nicht sein, dass die Möglichkeit, sich testen zu lassen, vom Geldbeutel abhängt. Und ich traue es den meisten Menschen zu, dass sie auch mit einem privat durchgeführten Test mit einem positiven Ergebnis verantwortungsvoll umgehen werden. Denn gerade Menschen, die sich privat selbst testen, beweisen, dass ihnen die Pandemie, dass ihnen das Virus nicht egal sind. Sie beweisen Rücksicht, sie beweisen Verantwortungsbewusstsein, sie beweisen Solidarität. Und genau darin will die Linke die Menschen bestärken und unterstützen. Herr Spahn, ich habe mich persönlich wirklich sehr gefreut, als Sie kostenlosen Schnelltests für den 1. März angekündigt haben. Umso größer jetzt die Enttäuschung. Das weitere Aufschieben von kostenlosen Schnelltests durch die Bundesregierung versteht wirklich niemand mehr. 9 Milliarden Euro Zusagen für die Lufthansa, das geht ruckzuck, das ist gar kein Problem. Aber die Einführung kostenloser Schnelltests erfolgt erst nach Monaten öffentlicher Debatte, und jetzt verschieben Sie die Einführung nochmal. Und dabei bräuchten wir die Schnelltests so dringend, um die Zeit zu überbrücken, bis wir endlich genug Impfstoffe haben, damit alle geimpft werden können. Dieses Totalversagen der Bundesregierung bei der Bekämpfung der Pandemie muss jetzt wirklich ein Ende haben. Ob zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz oder perspektivisch vor einem Theater- oder Kinobesuch, Schnelltests können erheblich dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und Infektionsketten zu unterbrechen. Die Bundesregierung muss endlich alle Möglichkeiten ergreifen, um die Pandemie weltweit zu besiegen und Freiheitseinschränkungen so schnell wie möglich wieder zu beenden. Dazu gehört, ich habe öfter darüber geredet, hier die Freigabe der Impfstoffpatente, damit weltweit Impfstoffe produziert werden können. Dazu gehört eine Teststrategie, die auch kostenlose Schnelltests für alle ermöglicht. Dass es bisher versäumt wurde, allen Menschen zum Beispiel mit Kundenkontakt, Kassiererinnen, Zustellern, Schnelltests zur Verfügung zu stellen, ist unverzeihlich. Der Schutz am Arbeitsplatz muss endlich verbindlich geregelt und mit Kontrollen abgesichert werden. Aber wenn ich zum Beispiel nein, es ist nicht die Sache der Betriebe, sondern es ist die Sache dieser Regierung, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen.
Aber wenn ich zum Beispiel mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, dann höre ich, dass bei vielen noch immer keine Schnelltests durchgeführt werden. Das wäre aber dringend notwendig, wenn wir jetzt die Schulen wieder öffnen wollen. Ähnliches gilt für Erzieherinnen und Erzieher. Und es gilt auch für gefährdete Personengruppen, zum Beispiel in Sammelunterkünften, aber auch für Menschen mit Behinderung und mit selbstgewählt organisierten Pflegemodellen. Kommen Sie endlich Ihrer Verantwortung nach, eine umfassende Versorgung mit kostenlosen Schnelltests zu gewährleisten. Und dazu, meine Damen und Herren, gehört auch, die Gesundheitsämter und die Kommunen personell und finanziell so auszustatten, dass sie die Bürgerinnen und Bürger in der Pandemie umfassend begleiten und beraten können, auch und gerade im Zusammenhang mit den Schnelltests für zu Hause. Der Antrag der FDP hat das Ziel, die Zulassung von Schnelltests zu beschleunigen. So lobenswert dieses Ziel ist, so verantwortungslos ist der vorgeschlagene Weg. Wir sind von der FDP einiges gewöhnt, aber in dieser Stelle stockt einem wirklich der Atem. Die offizielle Zulassung der Schnelltests durch, ich zitiere, eine einfache und unbürokratische Selbstverpflichtung des Herstellers zu ersetzen, offenbart, dass es Ihnen gar nicht um den Schutz der Menschen geht, sondern es geht Ihnen schlicht und ergreifend um Wirtschaftsförderung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Spenden aus der Pharmaindustrie für den Bundestagswahlkampf der FDP kräftig sprudeln wird. Die Linke jedenfalls lehnt diesen unverantwortlichen Unfug ab. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Andrew Ullmann hatte sich noch gemeldet, kam aber nicht mehr zu Wort. Mal sehen, ob er jetzt noch kurz dazwischenreden darf von der FDP. Nein, es geht weiter in der normalen Rednerreihenfolge mit Janosch Dahmen von den Bündnisgrünen. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Geheimnis, dass Testen und Tracing neben den Kontaktbeschränkungen und dem Impfen zu den wirksamsten Instrumenten in der Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus gehören. Was aber bis heute ein Geheimnis der Bundesregierung bleibt, ist die konkrete Ausgestaltung ihrer nationalen Teststrategie. Im letzten Sommer hatte der Bundesgesundheitsminister eine nationale Selbstteststrategie angekündigt, aber statt Strategie nehme ich in den letzten Tagen vor allem Kakophonie beim Thema Testen und Schnelltesten von der Bundesregierung wahr. Das muss ein Ende haben. Es ist doch nur noch verwirrend, wenn einerseits den Bürgerinnen und Bürgern gesagt werden, Testen ist so wichtig, und wir auf der anderen Seite einfach so den Tag der Zulassung, der Einführung kostenloser und schneller wirksamer Schnelltests verschieben. Wann wird das passieren? Wie wird das sein? Wann wird das greifen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir reden hier um Menschenleben. Und Strategie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Strategie heißt Planung. Und in der Planung der Teststrategie gibt es doch erhebliche Mängel. Da wäre erstens das Zulassungsverfahren, das ziemlich chaotisch abläuft. Erst hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sämtliche Schnelltests, die bereits europäisch mit einem CE-Kennzeichen zugelassen waren, ungeprüft auf eine zugelassene Testliste gesetzt, um sie dann erst im Nachhinein selbst noch einmal zu validieren und mitunter auch wieder Tests von der Liste zu streichen. Bei den Schnelltests zur Selbstanwendung dann genau das Gegenteil. Da dauert die Zulassung nun viel zu lange und es werden immer neue, teils bürokratische Hürden aufgebaut, die Selbsttests in den Verruf bringen und die Testgenauigkeit infrage stellen. Ich will noch einmal klarstellen, weil hier gerade auch gestern in der Debatte der Eindruck erweckt wurde, wir Grünen würden uns dafür aussprechen, ungenaue oder unsichere Schnelltests in den Umlauf bringen zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Die gestern zugelassenen Schnelltests zur Selbstanwendung sind vom Paul-Ehrlich-Institut seit Anfang Dezember validiert und als zuverlässig bestätigt. Und wir haben es in 2 Monaten nicht geschafft, diese Tests zur Selbstanwendung den Menschen als Sicherheitsbaumaß zur Verfügung zu stellen. Es kann doch nicht wahr sein, 2 Monate, in denen fast 20.000 Menschen gestorben sind, und wir schauen an dieser Stelle nur zu. Das dauert zu lange. Hier waren wir zu langsam, zu spät. Und zu langsam und zu spät heißt in der Pandemie der Ausbreitung des Virus hinterherzurennen, anstatt endlich vor die Lage zu kommen. Das zweite Problem der Teststrategie sind die Produktionskapazitäten. Produktionskapazitäten hängen unmittelbar mit der Nachfrage zusammen. Und was mich ratlos macht, ist, dass der Bundesgesundheitsminister den Produzenten von Schnelltests bis heute keine realistische Bedarfseinschätzung und nicht die nötigen Abnahmegarantien geliefert hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmals, eine Strategie bedeutet Planung, und bei den Schnelltests brauchen die Produzenten Planbarkeit, damit sie liefern können. Hier sind wir nicht nur zu langsam und zu spät, hier haben wir dann am Ende auch noch zu wenig Tests, die wir dringend bräuchten. Krise heißt kümmern und heißt, sich nicht auf den Markt einfach zu verlassen. Das dritte Problem der Teststrategie, und das ärgert mich am meisten, ist der mangelnde Wille der Bundesregierung, die Schnelltests zur Selbstanwendung als wirklichen Gamechanger in der Pandemiebekämpfung einzusetzen. Der Gesundheitsminister will stattdessen Schnelltests in erster Linie in Apotheken, Arztpraxen oder privaten Testzentren durchführen lassen. Wir werden das große Potenzial der Schnelltests aber nur dann ausschöpfen können, wenn wir die Hürden für die Durchführung von Schnelltests so niedrig wie möglich halten. Und das heißt, Menschen müssen spontan in ihrem Alltag auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zu einem Treffen, einem Termin oder zur Großmutter einen Schnelltest selbstständig durchführen können. Was wir den Menschen nicht zumuten können, ist jeden Tag 30 oder 40 Minuten bei einem privaten Testcenter in der Schlange zu stehen, um einen Schnelltest zu machen. Mit den Selbsttests geben wir den Menschen Handlungsfähigkeit in der Krise zurück. Wir machen sie zu aktiven Akteuren im Kampf gegen dieses Virus. Und das brauchen wir jetzt. Ich sage auch als Arzt ganz deutlich, die Selbsttests sind zuverlässig, die Selbsttests sind kostengünstig, die Selbsttests binden kein Fachpersonal, das wir an anderer Stelle der Pandemiebekämpfung im Moment viel dringender brauchen. Deshalb appelliere ich an die Bundesregierung, vertrauen Sie unseren Bürgern und Bürgern, die können sich zuverlässig selbst testen. Geben Sie jeder Bürgerin und jedem Bürger jede Woche 2 kostenlose Selbsttests, und wir führen damit mehr Sicherheit in einer schwierigen Phase der Pandemie ein und schaffen Vertrauen, was wir dringend in der Pandemiebekämpfung brauchen. Herr Spahn, lassen Sie uns Ihr Motto testen, testen, testen mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger endlich in die Tat umsetzen. Und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, wir müssen endlich zu einem Prozedere kommen, selbst testen, selbst testen, selbst testen. Denn eine Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss uns doch klar sein. Wenn jetzt die Schulen öffnen und bald die Friseure, dann müssen wir den Menschen ein Sicherheitsgeländer gegen die Gefahr der Ansteckung bauen. Und dieses Sicherheitsgeländer sollte meines Erachtens mindestens aus 3 Elementen bestehen. Den Schnelltest zur Selbstanwendung, den sicheren, sozial verträgenden, flächendeckenden medizinischen Masken bzw. FFP2-Masken und einer funktionierenden Kontaktnachverfolgung einschließlich Clustererkennung mit Hilfe der Corona-Warn-App. Wenn das öffentliche Leben nun an manchen Stellen wieder losgeht, dann können wir uns kein zu spät, zu langsam, zu wenig mehr leisten. Zeit ist der kritischste Faktor in dieser Pandemiebekämpfung, und hier sollten wir endlich Verantwortung übernehmen und für alle Menschen vernünftige Lösungen schaffen. Ein letztes Wort noch zum FDP-Antrag. Herr Kollege Ullmann, ich wundere mich schon sehr. Sie haben gerade aus Ihren Reihen, als wir vor 4 Wochen dieses Thema hier ins Parlament eingebracht haben, ganz großspürig gesagt, die Grünen würden unverantwortliche Zulassungsverfahren befeuern. Und jetzt legen Sie einen Vorschlag vor, den wir vor 4 Wochen in der Phase der Pandemie, wo klar war, dass wir Schnelltests zur Selbstanwendung brauchen. Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich hätte mir damals mehr Unterstützung gewünscht. Im Kern bin ich aber froh, dass Sie da unserem Vorgehen sich anschließen und jetzt hier im Parlament offensichtlich von verschiedenen Stimmen endlich der Einsatz von Schnelltests gefordert wird. Vielen Dank. Janosch Dahmen war das für die Bündnisgrünen. Der Bundestag debattiert über den Antrag der FDP, Corona-Selbsttests schneller, einfacher, freier. Die Bundeskanzlerin hat bereits angedeutet, dass am 3. März diese Schnelltests eine wichtige Rolle bei der Öffnungsstrategie spielen werden, die dann hoffentlich mal beschlossen wird. Der nächste Redner hier im Parlament, Rudolf Finke, ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und Ehrenvorsitzender des Marburger Bundes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen mal wieder Acht geben, dass wir nicht ein Thema und seinen Stellenwert und seine Bedeutung hier im parteipolitischen, möglicherweise auch durch nahende Wahlen beförderten Konflikt zerreden. Und ich will einfach dieses Freitesten der Schnelltests einordnen. Also zu sagen, als Arzt empfehle ich die Aussage, die sind alle sicher, das ist eben erst erwiesen, wenn es für die bestimmte Testklasse auch erwiesen ist. Und deswegen ist natürlich auch ein Verfahren notwendig, bei dem geprüft wird, ob es eine erfolgte CE-Kennzeichnung für die professionelle Anwendung gibt.
bei dem geprüft wird, ob das Unternehmen einen Antrag bei einer benannten Stelle zur Einbindung im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens gestellt hat. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, wäre die Situation, die eintritt, eine Kettensonderzulassung. Das kann nicht unser Interesse sein. Also muss eine bereits erfolgte positive Evaluierung durch das PAI vorliegen, damit das BfArM entscheiden kann. Und dann kann der Nachweis des Erfüllens der speziell für die Laienanwendung spezifizierten grundlegenden Anforderungen aus der entsprechenden EU-Richtlinie stattfinden. Und für die Prüfung dieser Anforderungen unter den Punkten 6.1 des Anhangs der IVDD muss auch eine Laienstudie vorliegen. Und deswegen dauert es ein Stück Zeit. Und ich finde, wir sollten uns auch gemeinsam dazu bekennen, dass Krise hin, Krise her natürlich die Qualitätsanforderungen an Medizinprodukte nicht jetzt einfach alle fahren gelassen werden. Und das schließt dann auch ein, dass ich ja Verständnis dafür habe, dass die FDP guckt, kann man es denn beschleunigen? Und da sagen Sie ja und zitieren die Niederländer, die österreichischen Freunde und sagen dann, man kann dort durch eine Selbstverpflichtung des Herstellers bestätigen, dass bei Eigenanwendung ein Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird. Ja, was heißt denn das Wort, dass da ein Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird? Ein Sicherheits- und Leistungsniveau wird immer erreicht. Bei jeder beliebigen Selbstbestätigung wird ein Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht. Welches ist doch entscheidend? Und dann sagen Sie, der Hersteller soll bestätigen, dass die Funktionstauglichkeit und die Einsatztauglichkeit für den geplanten Zweck gewährleistet ist. Ja, gerne, wenn man dem Hersteller vertrauen kann. Wir werden aber eine solche Vielzahl an Herstellern haben, die die Produkte in den Markt zu drücken versuchen werden, dass wir das gleiche Problem wieder erleben werden, wie wir es ja bei den Masken erlebt haben, als wir die Masken aus aller Welt bestellt haben. Und dann hat man Jens Spahn vorgeworfen, dass er mit einer Schere hingegangen ist, sie zerschnitten hat, sie sich angeguckt hat, geprüft hat, ob sie 5 Lagen haben und sich geweigert hat, die zu bezahlen, die keine 5 funktionstauglichen Lagen hatten. So muss man das bei den Schnelltests auch machen, wenn man das so nicht Kollege macht. Kollege Henke, gestatten Sie eine Zwischenfrage dazu? Ja. Ja. Bitte schön. Andrew Ullmann für die FDP. Kommt das überhaupt an? Ja, jetzt. Ja. Ja. Herr Kollege Henke, danke, dass Sie die Frage zulassen. Sie sprechen ja gerade Österreich an. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass die Schnellteste in Österreich, die zur Selbstanwendung zugelassen sind, auch mit der Selbstverpflichtung, alle eine CE-Zertifizierung haben müssen und entsprechende Daten vorliegen? Dann würde nämlich Ihre, wenn Sie das wissen, wäre jetzt Ihre Argumentation eigentlich fehlgeleitet, denn die Daten sind ja da. Oder trauen Sie diesen Daten den Firmen nicht zu, dass sie diese Daten richtig erhoben haben? Lieber Herr Kollege Ullmann, die CE-Kennzeichnung für die professionelle Anwendung stellt sicher, dass der Hersteller mit den einschlägigen gesetzlichen und normativen Vorgaben für Tests vertraut ist und dass entsprechende Leistungsnachweise erfolgt sind. Er stellt überhaupt noch nicht sicher, dass etwa eine Laienstudie vorliegt. Und insofern die CE-Anwendung, ja, die ist eine wichtige und wesentliche Voraussetzung, um Dinge in den Markt zu bringen. Aber natürlich sind an sicherheitsrelevante Medizinprodukte selbstverständlich weitere Anforderungen zu stellen und zu sagen, CE-Zertifizierung und damit ist es dann gut, das reicht jedenfalls aus unserer Auffassung nicht, insbesondere wenn so relevante Entscheidungen wie die, die Sie in Aussicht gestellt haben, nämlich die Frage, ob man bestimmte Kinos, Theater, Restaurants, den eigenen Onkel, ein Fußballspiel besuchen kann, wenn das daran geknüpft wird, dann ist das meines Erachtens zu wenig. Und nun noch ein Wort zu der Frage, welche Aussagekraft haben denn jetzt diese, übrigens Antigentests, nicht Antikörpertests, wie eben mal gesagt worden ist, Antigentests. Und da will ich aus dem epidemiologischen Bulletin von heute zitieren, dass das RKI herausgibt, gerade bei der Anwendung von Antigentests durch Laien ist es essentiell, dass der Anwender das Testergebnis richtig interpretieren und sachgerechte Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Ein positives Ergebnis
stellt zunächst einen Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion dar. Es ist jedoch noch keine Diagnose. Die Diagnose kommt erst durch den nachfolgenden PCR-Test und die ärztliche Beurteilung. Und einem positiven Antigen-Testergebnis folgen natürlich dann hohe Anforderungen an das daraus resultierende selbstverantwortliche Handeln. Denn es ist erforderlich, dass sich die positiv getestete Person in Absonderung begibt und sich telefonisch mit dem Hausarzt oder einem geeigneten Testzentrum in Verbindung setzt, der dann die PCR-Testung in die Wege leistet. Und es ist ein nicht richtig verstandener Aspekt, wenn man glaubt, dass man sich mit einem negativen Schnelltest, egal ob er jetzt in der Unterstützung durch Profis oder in dem Selbsttest stattfindet, dass man sich damit freitesten kann. Freitesten kann man sich nicht, weil es eine Momentaufnahme für ganz kurze Zeit ist, einen Tag würde ich sagen, manche sagen sogar 6 bis 7 oder 8 Stunden. Und das ist nicht aussagefähig dafür, dass man jetzt in den nächsten Tagen praktisch nicht ansteckend ist. Zu dem Zeitpunkt, wo der Test positiv ausfällt, ist mit hoher Sicherheit klar, dass man jetzt andere anstecken kann. Und diese Beratung muss man natürlich auch in irgendeiner Weise sicherstellen, weil der Eindruck, den Sie mit dem Titel Ihres Antrags erwecken, ganz andere Erwartungen weckt, schneller, einfacher, freier mit Corona-Selbsttests zurück in die Normalität. Geben wir mal Acht, dass der German Mood nicht zu viel von Frühlingsfreude beeinträchtigt wird. Aber ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Früh. Osterfest. Ja. Habe immer versucht, ich glaube, wir haben verstanden. Auf die Frau Kollegin zu schauen, die die ganze Zeit versucht, eine Frage zu stellen. Okay. Aber ist gut, ich bin ja auch über die Zeit. Also ein bisschen allerdings, ist ja klar geworden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlingszeit. Vielen Dank, Kollege Henke, auch für die guten Wünsche. Rudolf Henke war das mit dem Osterfest etwas verfrüht, aber die Ausführungen waren interessant. Nochmal die Unionsposition, auch die des Bundesgesundheitsministers darzulegen, dass solche Tests auch die Anforderungen erfüllen müssen und natürlich getestet sein müssen, bevor sie allen zugänglich gemacht werden können. Die FDP ist ja in ihrem Corona-Selbsttestantrag der Meinung, dass diese Tests sofort und so schnell wie möglich, auch wenn nicht alle Prüfungen erfolgt sind, auf den Markt gebracht werden sollten. Paul-Viktor Podolai für die AfD hat jetzt das Wort und die Maske tragen. Nun, da versteht jeder was anderes drunter. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Corona-Selbsttests gelten als Möglichkeit, das Land aus dem Dauerlockdown zu führen. Die Intention ist absolut zu begrüßen. Doch wie soll das in der Realität aussehen? Und ist es mit dem Schnelltest getan? Natürlich nicht. Oberstes Ziel muss es sein, das reale Infektionsgeschehen in der Bevölkerung differenziert abzubilden und sich nicht fanatisch an willkürliche Inzidenzwerte zu klammern. Es ist bekannt, dass dieser Selbsttest in großen Mengen falsch positive und falsch negative Resultate produzieren werden. Das heißt, sie sind ungenau. Was ist die Konsequenz, wenn alle anfangen, sich wie verrückt zu testen und eine Flut an falschen Ergebnissen in der Inzidenzstatistik eingeht? Bleiben wir dann in Dauerlockdown, meine Damen und Herren? Wollen Sie von der FDP das? Dass Sie das allen Ernstes fordern, zeugt entweder von mangelnder Fachexpertise oder mangelndem Demokratieverständnis. Die Tests zunächst auch ohne Zulassungsverfahren auf den Markt zu bringen, ist das i-Tüpfelchen Ihrer Wahnsinnskreation. Dieses Selbsttestkonzept darf nicht als weiteres populistisches Mittel durchgeprescht werden. Denn langsam haben die Menschen da draußen die Nase gestrichen voll. Die Willkür, die wir hier in Deutschland seit Monaten erleben, erinnert an eine Bananenrepublik. Lockdown in Endlosschleife, hysterische Politiker à la Karl Lauterbach und ein Ministerium, Innenministerium, das die Forschung korrumpiert, um politische Maßnahmen umzusetzen.
Meine Damen und Herren, Orwells Überwachungsstaat aus dem Buch 1984 wird 2020 teilweise zur Realität. Covid-19 beschäftigt uns nun seit über einem Jahr und von den Schnelltests für zu Hause erhoffen sich viele Menschen mehr Normalität. Genau das will die AfD auch, jedoch mit Verstand und Logik. Bevor wir das Land mit unsicheren Schnelltests fluten, müssen wir die Wurzel allen Übels abschaffen. Das heißt, dass die willkürlichen und sich ständig ändernden Inzidenzschwellen streichen und die Ausrichtung der politischen Maßnahmen an diesen ein für alle Mal beenden. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über einen Antrag der FDP, Corona-Selbsttest, schneller, einfacher, freier. Und der nächste Redner ist ein Redner, den man gar nicht so oft hier im Deutschen Bundestag reden hört, nämlich Lars Klingbeil. Er ist der Generalsekretär der SPD. Das ist der Kollege Lars Klingbeil von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Dank an die FDP, dass wir ein sehr zentrales Thema, gerade auch in der Öffentlichkeit, dass wir das hier mitten im Parlament diskutieren. Es ist gut, dass wir uns dafür Zeit nehmen und ich vom letzten Redebeitrag abgesehen finde ich auch, ist das eine sehr konstruktive Debatte, eine, die wir hier mitten im Parlament führen sollten. Dafür ein großer Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 12 Monate kämpfen wir als Land, als Welt nun gegen das Coronavirus. 12 Monate, die uns als Gesellschaft gefordert haben, die uns verändert haben, die unseren Alltag radikal verändert haben, Gewohnheiten verändern, außergewöhnliche, harte und herausfordernde Zeiten. Und auch wenn wir, glaube ich, gerade alle die Corona-Müdigkeit spüren, macht es an solchen Tagen auch Sinn, sich bewusst zu machen, was wir alles in diesem Land erlebt haben, auf das wir stolz sein können. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, wie die Solidarität im Land gewachsen ist, wie man sich gegenseitig kümmert, wie man sich beschützt, wie man das in der Nachbarschaft auch erlebt, selbst in meinem Wahlkreis erlebt, dass Sportvereine auf einmal Einkaufshilfen organisieren, dass Bürgerbusse Lebensmittel ausliefern, dass Hilfsorganisationen innerhalb kürzester Zeit in der Lage sind, Impfzentren einzurichten. Und jetzt gerade in diesen Tagen können wir alle in unseren Wahlkreisen erleben, dass es Freiwillige sind, die Fahrdienste in diese Impfzentren organisieren. Das alles zeigt also, die Menschen sind solidarisch, sie sind füreinander da, wir können uns aufeinander verlassen. Und ich finde, dass gerade eine solche Debatte hier im Parlament auch ein Ereignis ist, an dem wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier Danke sagen sollten an alle die, die uns geholfen haben in den letzten 12 Monaten, das Land durch eine schwierige Zeit zu bringen. Also ein großer Dank an alle, die geholfen haben. Wir sehen also nach 12 Monaten, die Solidarität ist ungebrochen. Aber in der Tat, auch ich spüre, dass die Corona-Müdigkeit zunimmt und dass so manchem die Puste ausgeht. Die Belastungen sind für alle spürbar. Die Erzieherinnen und Lehrer, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern wollen, die da sein wollen, die sich aber selbst auch Gedanken um ihre Gesundheit machen. Die Pflegekraft, die seit 12 Monaten alles gibt, um Menschenleben zu schützen. Der Gastronom, der sich an alle Regeln gehalten hat, der Schutzkonzepte aufgestellt hat und trotzdem seit November keine Kunden mehr bedienen kann. Oder die Künstlerin, die seit einem Jahr die Bühne schmerzlich vermisst. Alle diese Menschen kennen wir doch aus unseren Wahlkreisen. Alle diese Menschen halten sich an die Regeln. Alle diese Menschen tragen politische Entscheidungen aus diesem Parlament oder aus anderen Runden mit. Und alle diese Menschen haben eine klare Erwartung an die Politik, dass wir alles geben, dass wir 24 Stunden am Tag uns darum kümmern, dass wir gut durch diese Pandemie kommen, dass wir an Wegen aus dieser Pandemie arbeiten. Ich will das hier sagen. Ich habe einen großen Respekt vor all denen, die Verantwortung tragen, in der Bundesregierung, in den Landesregierungen. Aber es ist nicht die Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Selbstdarstellung von Ministerinnen und Ministern. Es ist die Zeit, in der hart gearbeitet werden muss in der Regierung. Die Menschen wollen keinen Jubel, die wollen keine platten Durchhalteparolen, die wollen keine aufgesetzten Versprechen und die wollen erst recht keine Enttäuschung. Die Menschen wollen sehen, dass die Politik hart für sie arbeitet. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Pflicht, die wir auch hier im Parlament gemeinsam haben.
Und es geht jetzt darum, Öffnungsperspektiven zu schaffen. Klar nachvollziehbare Kriterien, anhand denen dann auch klar wird, wie es besser wird und wie wir rauskommen aus dieser Krise. Das ist die Erwartung, die wir alle für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz haben. Und wir müssen auch über den Weg dahin reden. Und der Weg lautet Impfen, Testen und Kontakte nachverfolgen. Ich finde gut, dass wir über das Testen reden. Und Testen ist für mich ein Teil der Strategie, wenn es nicht um den Lockdown gehen soll. Ich sage Ihnen ganz klar, der Lockdown ist nicht der Weg aus dieser Krise. Der Weg aus der Krise ist Impfen, Testen und Kontakte nachverfolgen. Und wir erleben doch in diesen Tagen alle, dass es kluge Konzepte gibt. Da sind die Gastronomen, die mit Testen kluge Ideen auf den Weg bringen, wie man Restaurants wieder öffnen kann. Da sind diejenigen aus dem Bereich der Kultur, die kluge Konzepte haben. Die Schulen und Kitas testen gehört zum Öffnen mit dazu. Da sind wir uns doch einig. Wir können Grundrechte zurückgeben, wenn stärker getestet wird. Und lieber Jens Spahn, ich will das hier sagen, es ist deswegen gut, dass es beim Testen jetzt endlich vorangeht. Bei den Schnelltests und bei den Selbsttests. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir gemeinsam stemmen müssen als Politik. Egal ob Regierung, Opposition, Land, Bund, wir müssen das gemeinsam stemmen, weil es der Weg raus ist aus dieser Pandemie. Aber ich sage Ihnen auch, lieber Jens Spahn, Millionen Menschen in diesem Land schauen auf Sie. Millionen Menschen haben die Hoffnung, dass es besser wird. Und wenn Sie dann Dinge per Twitter versprechen, die Sie nicht halten können, dann zerstört das das Vertrauen in Politik insgesamt, und das darf nicht sein. Und ich will auch etwas sagen zu einem zweiten Thema, das uns aus dieser Pandemie rausführt, das Impfen. Über Monate haben wir den Menschen gesagt, wenn der Impfstoff da ist, dann ist das die Wende, das ist das Licht am Ende des Tunnels. Und wir merken gerade, wie wir den Anschluss verlieren. Die Kritik von Anfang des Jahres, will ich hier sagen, hat geholfen, dass wir besser geworden sind. Aber jetzt dreht sich die Debatte. Jetzt können wir morgens in den Zeitungen lesen, dass Impfdosen nicht verimpft werden. Wir haben eine gute Infrastruktur und zu wenig Impfstoff. Und das dreht sich jetzt gerade, das hört man in vielen Gesprächen. In ein paar Wochen werden wir zu viel Impfstoff haben und keine Infrastruktur, in der das verimpft werden kann. Aber wollen wir nicht vorausschauend Politik machen? Ist es nicht jetzt Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums, die Länder und die Bundeswehr und die Hilfsorganisationen an einen Tisch zu holen und zu gucken, wie machen andere Länder das, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche impfen? Brauchen wir nicht diesen Kraftakt, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das ist doch das, was die Menschen von uns erwarten. Das Virus kennt keine Öffnungszeiten, keine Nachtruhe und kein Wochenende. Und wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass so viele Menschen von uns erwarten, dass wir es besser machen, dann muss das doch der Geist sein, der in der Bundesregierung und auch in diesem Haus herrscht. Wir wollen es besser machen, weil wir den Anspruch haben, das Land vernünftig durch diese Pandemie durchzubringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Klingbeil. Die nächste Rednerin für die Fraktion der FDP, die Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Antigen-Schnelltests sind ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung, vor allem bei dem immer noch herrschenden Impfstoffmangel und den sich ausbreitenden Virusvarianten. Umso schlimmer ist es, Herr Minister Spahn, dass Sie Ihr Versprechen, ab dem 1. März allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Schnelltests zur Verfügung zu stellen, dass das nicht gehalten wurde. Wir haben Sie damals sehr gelobt dafür. Wir haben uns darauf gefreut, wie alle Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt hat die Kanzlerin sich eingeschaltet und ihre Vorlage einkassiert. Wissen Sie, mir ist es egal, ob Sie da einen Zwist mit der Bundeskanzlerin ausfechten oder nicht. Aber wenn es darum geht, dass Bildung, dass Kunst, dass Kultur, dass Gastronomie, dass Sport damit verhindert wird, dann trifft es die gesamte Bevölkerung, und das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Und Ihr ganzes Hin und Her bewirkt wieder einmal einen massiven Vertrauensverlust in der Bevölkerung, und das können wir in der jetzigen Situation überhaupt nicht gebrauchen. Das sagen übrigens nicht nur wir als FDP-Fraktion, sondern auch Professor Dabrock, der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, auf den wir doch immer so gerne hören. Meine Damen und Herren, wir fordern Sie mit unserem Antrag auf, gemeinsam mit den Ländern
einen Stufenplan auszuarbeiten und dabei Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung zu integrieren. Wir haben übrigens vor 2 Wochen auch schon einen bundesweiten Stufenplan eingebracht, hier vorgelegt. Können Sie gerne nachlesen und auch übernehmen, genauso wie den jetzt vorliegenden Antrag. Das würde zumindest schneller gehen, denn wieder einmal sind Wochen vergangen, wo nichts passiert ist. Ich höre hier immer nur, was nicht geht. Sagen Sie doch endlich mal, was geht. Das würde Perspektiven für die Bevölkerung schaffen, meine Damen und Herren. Österreich und Dänemark haben es vorgemacht und uns Schnelltests als einen Weg aus dem Lockdown eingeführt. Warum läuft das eigentlich bei uns nicht so? Wir könnten das bei allen Schülerinnen und Schülern vor der Schule machen. Das würde Sicherheit geben und das würde auch den Alltag der Menschen erleichtern. Schnelltests bieten Sicherheit im Alltag. Wir können damit ganz konkrete Situationen absichern. Schnelltest vor einer Kulturveranstaltung, Schnelltest vor einem Restaurantbesuch, vor einer Sportveranstaltung oder, wie gesagt, der tägliche Selbsttest in Schule und Kita. Meine Damen und Herren, solange wir noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben, ist dies der einzige Weg, wie wir gefahrlos vorsichtige Schritte hin zu mehr Freiheit ermöglichen. Und das ist doch das, was wir alle wollen, was auch die Bürgerinnen und Bürger wollen, meine Damen und Herren. Wir wollen den Menschen Perspektiven bieten. Und Herr Minister, Sie haben doch gestern selbst im Ausschuss gesagt, dass wir genügend Selbsttests haben, dass genügend Tests vorhanden sind und auch, dass die Strukturen da sind, um diese durchzuführen. Ja, worauf warten wir denn dann noch, meine Damen und Herren? Liefern Sie endlich! Uns haben Sie an Ihrer Seite, aber dann müssen Sie Ihre Versprechungen auch einhalten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, Jens Spahn kriegt es hier ordentlich mit. Er hat es angekündigt. Die Bundeskanzlerin hat das Ganze zurückgezogen. Seit gestern oder vorgestern sind die Tests zugelassen. Wann sie kommen, das ist noch die Frage. Am 3. März jedenfalls sollen die Schnelltests in die Strategie mit eingearbeitet werden. Das hat die Bundeskanzlerin gesagt und er gestern auch bei der Befragung hier vor dem Hohen Hause. Alexander Kraus jetzt für die CDU-CSU. Schnelltests, keine Frage. Sie machen es uns leichter, dass wir durch diese Pandemie durchkommen. Sie sind aber kein Allheilmittel. Also wenn ich meine Vorrednerin jetzt gehört habe, so nach dem Motto, man wendet mal die Schnelltests an und dann kommt man aus dem Lockdown raus. So einfach ist die Welt leider nicht. Nein, Sie haben es gesagt. Aber keine Frage, Selbsttests und Schnelltests sind ein Meilenstein, wo wir weiter vorankommen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, gerade in Schulen und Kitas diese Tests einzusetzen. Das kann das Infektionsrisiko deutlich senken. Es lebt aber auch vom Mitmachen. In dem Bundesland, wo ich herkomme, Sachsen, hat man Schnelltests angeboten in den Schulen, freiwillig für die Schüler. Ein Drittel haben sie nur genutzt. Diese Quoten müssen wir höher kriegen. Es muss selbstverständlich sein, dass man sagt, man macht einen Schnelltest mit oder vielleicht sogar einen Selbsttest, weil der dann eben einfacher ist und vielleicht manche Ängste nimmt. Und es bleibt dabei, die Grundregeln, die wir aufgestellt haben, Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmasken tragen, lüften, die Corona-Warn-App benutzen. Das muss man weiterhin beibehalten. Zu glauben, dass man das vernachlässigen kann, das wird schiefgehen. Und natürlich, keine Frage, wir müssen auch beim Thema Impfen vorankommen, weil das der größte Schritt ist, der uns hilft, gut durch diese Pandemie durchzukommen. Schnelltests, seit gestern zugelassen, dürfen nicht zu einer trügerischen Sicherheit führen, zu einer Scheinsicherheit. Darauf weist das Robert-Koch-Institut ja richtigerweise hin. Denn sie haben eine geringere Sensitivität. Sie sind also weniger genau als ein PCR-Test. Sie sind also keine absolut sichere Methode. Und sie leben davon, dass sie sachgerecht angewendet werden. Es bringt wenig, wenn man einen Test anwendet, das aber nicht richtig macht und damit dann auch kein aussagekräftiges Ergebnis kriegt. Und wichtig ist dann, wenn ein positiver Herr Kollege Befund... Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, bitteschön. Herr Kollege, Sie haben gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass natürlich für die Schnelltests es notwendig ist, dass sie auch richtig angewandt werden.
Und der Kollege Dr. Henke hat das ja auch schon beschrieben gehabt. Und deswegen frage ich Sie, inwieweit die Bundesregierung eine breite Aufklärungskampagne über Sinn, Zweck und Anwendungsbereiche der Schnelltests vorbereitet hat und mit der Zulassung jetzt auch sofort loslegen kann, damit die Menschen zum Beispiel jeden zweiten, zweimal in der Woche morgens testen können, ihren Stand feststellen können, sich aber auch dann wissen, erstens, wie man es richtig macht und zweitens, wie man sich verhält, wenn man das Ergebnis vorzuliegen hat. Ja, vielen Dank für die Frage, die sehr wichtig ist. Und ich glaube, die führt auch noch mal zu dem FDP-Antrag, den wir gehört haben. Also klar ist, ich finde, es macht wenig Sinn, wenn man einen Test macht, den man sich irgendwo kauft oder irgendwo besorgt. Und auf der anderen Seite soll dann irgendwo in der Zeitung eine Anzeige geschaltet werden, wie das funktioniert. Sondern logisch ist doch, wenn man einen Test kauft, dass dort eine Packungsbeilage dabei ist bei einem Selbsttest, wo ich genau sehen kann, wie der funktioniert. Und deswegen ist es auch wichtig, liebe Kollegen von der FDP, dass man nicht nur sagt, die sollen mal alle die Tests auf den Markt bringen und dann gucken wir mal, was passiert, sondern dass man vorher schaut, ist der Test sinnvoll und gut und ist da eine Gebrauchsanweisung dabei, mit der man irgendetwas anfangen kann. Deswegen ist dieser Test Durchlauf, dass man testet, ob der Test gut ist, so enorm wichtig. Lassen Sie mich aber zurückkommen. Also wir werden diese Selbsttests haben. Es ist davon auszugehen, dass bei 0,8-0,9% der Tests ein positives Ergebnis vorliegt. Und dann ist es wichtig, dass diesen Test dann nachgegangen wird, dass es dann einen PCR-Test gibt, dass das auch in der Gebrauchsanweisung steht, wie man vorzugehen hat, wenn das Ergebnis positiv ist, dass wir das machen. Und wir haben in Deutschland eine sehr, sehr gute Kapazität aufgebaut, was die Labore betrifft. Wir haben die Möglichkeit, in Deutschland 2,4 Millionen PCR-Tests durchzuführen, also eine enorme Leistung. Wir haben sehr leistungsfähige Labore. Darauf können wir stolz sein, dass wir so eine Infrastruktur haben. Es ist ja ein Bereich, der immer mal im Schatten steht, weil ein Laborarzt oder die Labormitarbeiter insgesamt, die sieht man nicht. Aber wir haben dort wirklich, gerade auch was dann das Nachverfolgen betrifft, wenn wir die Vollgenomsequenzierung sehen, um herauszubekommen, um welche Virusvarianten handelt es sich zum Beispiel, dort haben wir sehr, sehr gute Labore und Kapazitäten. Darauf können wir stolz sein und das ist gut so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Impfen noch mal eingehen, weil das auch der Kollege Klingbeil angesprochen hat. Also keine Frage, wir werden jetzt in eine Zeit reinkommen, wo die Kapazitäten, die die Bundesländer ja bereitgestellt haben für das Impfen, weil sie für die Impfzentren zuständig sind, nicht reichen werden, um die Impfstoffe aufzunehmen, die zur Verfügung stehen werden. Also eine positive Entwicklung, weil es mehr Impfstoffe gibt. Das ist ja schön und gut. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie kann man die Impfzentren leistungsfähiger machen? Und auf der anderen Seite ist das richtig, was der Minister auch gesagt hat, dass wir schauen müssen, wenn wir 3 bis 5 Millionen Impfdosen haben pro Woche, wie können wir die Hausarztpraxen einbinden? Wir haben ja in der vorigen Impfsaison kein Problem gehabt, ohne dass uns das irgendwie aufgefallen ist, dass 14 Millionen Impfdosen im Bereich der Grippe einfach mal so verimpft worden sind. Und dieses Jahr vielleicht, und dieser Saison vielleicht über 20 Millionen. Also wir sehen, wir haben dort ein enorm leistungsfähiges System in den Hausarztpraxen, was auch schneller geht. Was auch schneller geht. Denn der Hausarzt, der muss sich im Gegensatz zu dem Arzt im Impfzentrum nicht erst anschauen, was ist das für ein Patient, was hat der für Vorerkrankungen und so weiter, weil der das schon weiß. Und damit können wir dort wesentlich schneller vorankommen. Und wenn es gelingt, dass man sagt, wir machen 1-2 Tage in der Woche in jeder Hausarztpraxis einen Impftag, dann können wir das wunderschön, eine große Menge auch an Patienten in diesen 1-2 Tagen durchziehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank an das Bundesgesundheitsministerium und an alle, die bei uns im Gesundheitswesen arbeiten. Ihr leistet Hervorragendes, damit wir gut durch diese Pandemie durchkommen. Auch wenn es viel Prügel gibt, will ich an der Stelle auch sagen, ihr macht wirklich einen tollen Job. Und macht bitte weiter so. Ich bin mir sicher, dass wir gut durch diese Pandemie durchkommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Erwin Rüttel, CDU-CSU.
Der letzte Redner in dieser Debatte ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Erwin Rüttel. Gestatten Sie mir, dass ich zu Beginn meiner Rede einen Satz verwende für die Rede des Kollegen Klingbeil. Er hat eine schwierige Position zu bekleiden. Regierende Opposition ist etwas, was unsere Verfassung nicht kennt, aber er muss diese Rolle ausüben. Was mich nur wundert, ist, dass er hier am Pult steht und als sozusagen für die Gesundheitspolitik sich erklärt, dass wir mehr Öffnungen brauchen. Und sein SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in jeder Talkshow und bei jeder Gelegenheit davor warnt. Und ich glaube, liebe Freunde von der SPD, Sie müssen mal Ihre Position klären. Sind Sie für mehr Öffnungen oder sind Sie gegen neue Öffnungen? Und ich wundere mich permanent, warum Ihr Gesundheitsexperte hier im Bundestag nicht reden darf zu diesem Thema. Es ist richtig und wichtig, dass Jens Spahn den Weg beschritten hat, flächendeckenden Einsatz von Schnelltests. Das ist ein wichtiger Baustein, aber ein Baustein, den es auch schon seit vielen Monaten gibt. Der Weg aus dem Corona-Lockdown geht über drei Instrumente: Impfen, Testen und weiterer strikte Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen. Gratis-Schnelltests als Angebot für alle Bürger, durchgeführt von geschultem Personal und perspektivisch auch Eigentest für jedermann, direkt für zu Hause. Und Öffnungsstrategien sind folglich zentraler Bestandteil der Pandemie-Eindämmung. Der Bundesgesundheitsminister hat die geänderte Testverordnung für den 1. März fertiggestellt und vom Bundesfinanzministerium auch die entsprechende Finanzierungszusage erhalten. Wenn sich nun im sogenannten Corona-Kabinett herausstellt, dass es angesichts unterschiedlichster Planungen und Öffnungsstrategien der Bundesländer noch Klärungsbedarf mit Blick auf diverse Fragen der Organisation und der vorhandenen Kapazitäten gibt, so kann ich wegen der Verschiebung vom 1. März auf den 3. März nicht recht nachvollziehen, warum dies ein Grund sein soll für eine neuerliche, überflüssige Dramatisierung der Lage. Denn bei diesen Beratungen am 3. März wird es genau darum gehen, die Schnell- und Eigentests in eine Gesamtstrategie aus Impfen, Testen und Schutzmaßnahmen einzubetten, die unserem Land endlich wirksame Öffnungsperspektiven erlauben werden. Insofern geschieht genau das, was die FDP-Fraktion mit ihrem Antrag fordert: mehr Testen für Öffnungsstrategien. Meine Damen und Herren, dabei müssen wir uns allerdings im Klaren darüber sein, das ist von mehreren Rednern gesagt worden, aber ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass Schnell- und insbesondere Eigentests auch trügerische Sicherheit vermitteln können. Fehler sind nicht auszuschließen und die Ergebnisse werden immer nur eine Momentaufnahme sein. Das heißt nicht, dass wir es nicht machen sollen, sondern wir sollten es machen in großer Verantwortung. Gestatten Sie mir noch zwei Anmerkungen. Einmal an die Adresse der Bundesländer, die ständig neue Forderungen in Richtung Lockerungen kommunizieren, aber bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen fast immer auf den Bund zeigen. Es steht den Ländern doch frei, in eigener Verantwortung zu handeln und beispielsweise mit Blick auf Schulen und Kitas und anderen Einrichtungen im großen Stil durchzutesten. Es ist auf die Dauer einfach ermüdend, wenn in den Ländern einerseits konkret der Lockdown beschlossen wird und dann mit Blick auf das Publikum ständig mit Öffnungen und Lockerungen gewunken wird. Aber konkret wenig oder nichts passiert, außer dem schon gewohnheitsmäßigen Ruf nach frischem Geld vom Bund. Meine letzte Bemerkung betrifft das Impfen. Ja, wir haben momentan einen Engpass, aber wir können ab
sofort Erzieherinnen und Lehrkräfte in Kitas, Grund- und Förderschulen impfen. Und ich würde mir wünschen, obwohl ich mir wünschte, dass wir mehr Impfstoffe hätten, aber wir wussten das schon im letzten Jahr, dass das diesmal dieses erste Quartal schwierig sein wird. Aber ich würde mir wünschen, dass die Länder in der Lage sind, den Impfstoff, den wir zur Verfügung stellen, dann auch zügig zu verimpfen. Und hier versagen manche Länder. Dazu gehört auch mein eigenes Bundesland in Rheinland-Pfalz. Aber ich höre das auch von Niedersachsen und anderen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Pandemie im Sommer überwunden haben, wir mehr Freiheiten haben und wir werden in den Impfprozess eine große Dynamik bekommen, wenn die Hausärzte einsteigen werden, die Betriebsärzte. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Pandemie im Sommer überwunden haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Erwin Röttlich, schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 26878 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.